Auf ihrem diesjährigen Frühjahrstreffen haben Internationaler Währungsfonds und Weltbank vor einem schwächeren weltweiten Wirtschaftswachstum gewarnt. So rechnet der IWF nur noch mit einem Plus von 3,3%. Der neue Weltbankpräsident Malpass nennt als einen Grund politische Unsicherheiten. Auch die IWF-Direktorin Lagarde sieht die Weltwirtschaft an einem heiklen Punkt. Sie fordert, Handelsschranken abzubauen und appelliert an Europa, einen ungeregelten Brexit zu vermeiden.